Im letzten Jahr sind 6 von 8 Kohlmeisen noch vor dem Ausfliegen im Nistkasten gestorben. Es war ein Nistkasten, wie man ihn im Baumarkt kaufen kann. Die Bodenfläche hatte innen 14 x 12 cm. Ich verlinke euch den Beitrag in der Infospalte. Jörn Weiß ist der Auffassung, dass diese Abmessung viel zu gering ist. Das scheint mir einleuchtend, höchstwahrscheinlich war es im Kasten einfach zu heiß. Auf diese Empfehlung hin habe ich 5 neue, deutlich größere Nistkästen gebaut. Um es mir leicht zu machen, habe ich die breitesten gehobelten Bretter im Baumarkt geordert. Click und Collect machen es auch in der Corona-Zwangspause möglich. Die Bretter sind 20 cm breit und 18 mm dick. Deutlich dickwandiger also als die käuflichen Kästen aus dem Vorjahr. Und somit auch besser isoliert. Wie ihr sehen könnt, habe ich auf Genauigkeit keinen großen Wert gelegt. Und auch in der Natur sind Nisthöhlen keine perfekte Schreinerarbeit. Vögel wissen schon sehr genau, wie man den Innenraum gemütlich gestaltet. Die Deckel werden zur besseren Kontrolle und Reinigung nur aufgelegt. Ich hoffe, dass es sich bewährt. Ein weiterer Tipp von Jörn Weiß war, die Einflugöffnung nicht bei allen Kästen klein zu wählen. Ich habe mich für 35 und 50 mm entschieden. Beim 5. habe ich die Front nachträglich zu etwa 1/3 ausgesägt. So haben diverse Vogelarten ein Angebot. Schlussendlich noch etwas Holzschutz. Seit vielen Jahren brenne ich die Oberflächen von Holzkonstruktionen mit einem Gasbrenner ab. Das geht schnell, ist wirksam und vor allem keine Chemie ist im Einsatz. Die Karbonisierung von Holz ist wohl die älteste Art des Holzschutzes. Bereits bei den ersten Pfahlbauten kam diese Technik zum Einsatz. Warum also nicht auch hier? Außerdem wirkt meiner Ansicht nach solch ein abgeflammter Kasten wesentlich natürlicher als ein gestrichener.